habe mich schon gefreut. Ich habe nämlich letztens nochmal beim, also was unser Binom jetzt angeht, hat mich schon gefreut. Ich habe letztens reingeguckt beim Philipp, hab mir gedacht, ah, der ist ja gar nicht so weit weg. Ja, genau. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, das könnte... Da ist es. Da ist das Leben. Und der Zombie steht mir im Weg. Da ist der Creeper King. Da ist die Erntemaschine des Todes. Da ist das Feld. Ich bin zu Hause. Und hier ist das neue Gravel. Hier muss noch eine Tür rein, ansonsten dreht der Philipp wieder völlig durch. Und dann wollen wir mal direkt bei der Bergbude vorbeigucken. Da mal einen flüchtigen Blick drauf riskieren. Ah, es ist cool, wir sind endlich da. Herzallerliebst, ey. Herzallerliebst. Ah, meine Schmiede ist auch da, wo sie hin soll. Ohne Scheiß, diese Monkey Island Dudelei, die ist grauenvoll. Die kommt jetzt weg. Ich glaube, ich werde Monkey Island mal sehr, sehr stark aus der Playlist entfernen, weil es mir unglaublich auf den Nerven geht. So, dann lass doch mal hier ein bisschen rumgucken. Da haben wir eine Large Chest, hier kann man wohnen. Da oben... Aha, hier ist... Ja, was das ist, weiß ich auch nicht. Baustelle. Gut, dann lassen wir das mal. Ja, nicht schlecht, ne? Schöne Bude hier. Da oben thront ein Skelett, aber das hat uns, glaube ich, nicht gesehen oder überhaupt ignoriert. Hier ist noch sehr viel Ausbaumaterial. Aber ich habe jetzt eigentlich erstmal für die Bergbude keine konkreten Ideen. Das überlasse ich dem René. Fürs Erste. Vielleicht fällt mir da ja auch nachher noch der Burner zu ein und ich baue hier noch ein bisschen weiter. Da ist eine Crafting Box. Und da ist auch ein Bett. Ah, das wäre jetzt gut. Ein bisschen schlafen. So. Durch diesen originellen Wasserfahrstuhl nach unten. In der Monsterfalle können wir übrigens auch mal wieder vorbeigucken. Das möchte ich auch wieder mal. Ja, doch, doch, doch. Warum denn nicht? Aber erstmal müssen wir uns jetzt grundsätzlich ausstaffieren. War das schon immer so? Oder hat da jemand einen Klotz geklaut? Da ist nur Kohle und der ganze Kokolores drin, ne? Was ist denn das? Ah, die Siedler im sicheren Hafen. Schön. Hab ich gar nicht erkannt. Ach, die alten Mammutbäume. Das Kornfeld. Es ist wie zu Hause. Nichts an der Monsterfalle tun, das ist für den Philipp aufgeschrieben worden. Ich hoffe, der hat sich da auch dran gehalten. Das habe ich jetzt nicht verfolgen können. Wieso lüge ich euch an? Das habe ich auch noch nicht verfolgt. Ende. So, dann haben wir hier noch tierisches Material. Das kommt noch in den Keller, daran erinnere ich mich. Kohle und sowas ja auch. Die übrigens zur Neige geht langsam, aber sicher. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Gott, ist das ein Kürmel. Irgendwas brennt. Natürlich. Hier brennt alles. Das habe ich ja schon wieder so vergessen. Tun wir so, als wäre das nie passiert. Wir haben noch... Wieso ist denn die nicht hier? Wo ist denn das alles? Ist das ein Bauernhof? Scheiße. Ah. Aber die können hier rein. Und das kann hier rein. Und das kann nicht hier rein, aber das kann noch rein. Und ich glaube, das hier kommt auch noch hier rein. Kompass Clay. Was macht denn der Clay da drin? Der ist doch nicht erbeutet. Wolle. Der Clay müsste eigentlich streng genommen zum Gravel oder sowas kommen. Ich tue ihn jetzt mal hier in die Krüppelkiste. Sandstone, ist der hier? Der ist nicht mehr hier. Wo ist der denn eigentlich schon hingekommen? Irgendwann,
Dann mach ich mal Schilder. Eines Tages ist es soweit. Ultimate Fist und More Nature Mod, da wollen wir nicht ran. Hier ist ja gar nichts mehr. Ist ja gruselig. Und da ist nichts, was ich dabei hätte. Das Rotten Flash kommt noch in den Keller, das habe ich vergessen, das war doof. Aber die Chickens, oder nee, die Porkshops mache ich mir mal. Leckere Porkshops. Ich kriege auch gerade Hunger. Wieso kriege ich gerade Hunger? Wieso ist da ein Zein und Schere und Kraus? Oh Gott. Alles fällt auseinander. Na, 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 na. Gold Ore. Aha, da können wir auch nochmal was rüberbringen. Hört, hört. Rotten Flesh ist in der falschen Kiste gelandet. Die Schilder müssten raus zu den Holzsachen oder da unten rein. Ich bringe sie jetzt mal raus. Hier sind Cobblestones, jede Menge Cobblestones. Nehme ich auch noch mal ein paar mit. Hinten ist dann auch Gravel, genau. Noch mehr Cobblestone. Ah, da sind die Schilder, wie erwartet. Kann ich noch den stapeln? Das wusste ich ja gar nicht. Aber auch gut. Sand. Sandstone. Smooth Sandstone. Ach du Scheiße. Noch irgendein neuer Quatsch. Haben wir noch irgendwo anders Truhen, wo ich das hin tun könnte, tun sollte? Pass mal auf. Sand ist hier. Ende der Diskussion. Und Smooth Sandstone und der ganze Kokolores, der kommt jetzt hier rein. Oder ne, der kommt draußen hin. Ja. Lustig bin ich heute wieder. Nein! Großer Gott. Willkommen bei Webfail. So, das reicht nie im Leben. Das reicht für die Gold Ore. Ein bisschen Glück. Ah, und das reicht auch für das Eisen. Vorsicht! Ich laufe, als wäre ich betrunken. Hier werden übrigens irgendwann mal zweite Etagen reingehauen. Ich halte es nicht mehr aus. So. Zum Thema wohlgeordnetes Inventar brauche ich jetzt noch meinen Eimer. Nehme ich ruhig mal einen mit. Hast ja recht. Die nehme ich auch mit. Den Kompass behalte ich erstmal. Fackeln habe ich auch noch. Stone Sword. Man kann doch hier irgendwie reparieren. Das gab es doch auch mal. Ja, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Das wird verschrottet. Das darf alles bleiben. Die Wolle bringe ich rüber. Dann habe ich eigentlich soweit alles. Ich habe hier mein Eimerchen. Die Fackeln kommen übrigens dahin. Dann habe ich hier eine Axt, was zu futtern und eine Schere. Streng genommen müsste hier das hin. Der Kompass ist mit dem Inventar drin. Und Samen. Ah, die müssten schon an Ort und Stelle sein. Ich kann nochmal in der Truhe nachgucken. Aber die habe ich, glaube ich, damals rüber transportiert. Pumpkin Seeds. Ja, die lassen sich aber nicht ernten. Ich habe recht. Und damit können wir eigentlich auch direkt losgehen. So. Ich weiß jetzt übrigens gar nicht mehr, was ich alles noch zu tun hatte hinten. Ach ja, Redstone. Da war ja was. Redstone-Verkabelung brauche ich auch noch. Nehme ich mal ein 64er-Stück mit. Eine Schaufel habe ich. Ich hoffe, die habe ich nicht. Ich habe mir schon ein bisschen Redstone dahin gelegt. Ansonsten mache ich mich jetzt voll unbeliebt. Holz nehme ich auch mit, weil ich ja möglicherweise was bauen muss. Oakwood, Junglewood. 9. 9 und Holz ist eine gute Zahl. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Klingt gut, oder? Melonen, die euch kann ich auch mal wieder mitnehmen. Nee, also das lohnt sich nicht.
Es geht ja sogar mit dem Eimer schneller gefühlt. Eines Tages werde ich dieses... Verdammt. So ein Mist. Ein Glück, dass ich da noch einen Samen rausgekriegt habe. Eines Tages werde ich dieses gottverdammte Melonenfeld mal richtig hinkriegen. So, dass man nicht aus der Tür raustritt und direkt Melone vor der Fresse hat. Eines Tages. Aber nicht heute. Und da kommt der Cobblestone wieder rein. Und wir müssen nach oben, weil oben, wenn ich mich nicht täusche... Die Wolle ist, genau, da ist sie nämlich. Und da ist sogar noch Essen, das könnte ich jetzt eigentlich mal mit rübernehmen. Tue ich aber nicht. Gut, jetzt aber mal ein bisschen Flotti-Garotti rüber zur Erntemaschine. Da ist nämlich noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was habe ich alles schon gemacht, was habe ich noch nicht gemacht. Am Ende muss ich sowieso noch am Aussehen feilen, das weiß ich auch. Das ist der Ablauf, der ist perfekt. Hoch kommt man hier glücklicherweise nicht mehr, habe ich ja so gebaut. Dann ist hier noch der wundervolle Tümpel, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Und hier sind Seeds. Aha, ich wusste doch, dass ich keinen Redstone dabei habe. Baustelle, yep. Das ist mehr als unverkennbar. Und dann müssen wir hier runter. Und diese ganzen gottverdammten Steine anschließen. Also die ganzen Redstone-Teile. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Das ist das Problem. Ich habe mit Redstone keine Ahnung. Oder ich habe von Redstone keine Ahnung. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass es so einfach wäre, dass ich jetzt hier gewissermaßen... Jetzt habe ich den Redstone sich oben gelassen. Ich glaube es ja nicht. Ja! Das ist die Intelligenz, die wir in Deutschland beweisen. Wir bauen links und rechts den Weg weg und dann springen wir dahin in der Hoffnung, dass der Weg da ist. Mann, 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 ey. Ich bin bereit fürs Altersheim. Das habe ich mir gedacht. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier doch wahrscheinlich so Dinge anbauen muss. Oder wie funktioniert das jetzt? Oh Gott. Plan wäre geil. Aber den habe ich natürlich nicht. Mache ich es mir gerade zu einfach? Mache ich es zu kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe von Redstone überhaupt keinen Plan. Und ich mache sicherheitshalber mal hier auf Peaceful. Und auch ein ruhigeres Lied an. Das ist nicht... Das können wir erstmal nehmen. So. Ach ja, ich habe jetzt hier die Dinger. Das ist ja zumindest etwas besser. Wir probieren jetzt mal uns ein... Deswegen habe ich das Holz übrigens mitgenommen. Wir bauen uns jetzt nämlich einen Hebel. Weil im Idealfall betätigt ein Hebel alle Redstone-Teile. Die Teile gehen nach oben und die... Nee. Aber abschmieren tut das Spiel übrigens fast. So, dann habe ich noch eine andere Idee. Ja, das ist schon mal gut. Zweifellos ist das nicht doof. Ja, aber dann wäre es eigentlich klüger. Pass mal auf. Du kommst mal wieder weg. Wir bauen hier einfach noch mal ein bisschen um in der Bude. Das Umbauen ist etwas, worauf ich mich verstehe. Dann tun wir nämlich den Hebel in die Mitte.
Was ist denn jetzt passiert? Ach, großer Gott, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich den jetzt quasi abbaue, ne? Und den hier hinsetze, ne? Ja, das war ja zu erwarten. Das würde bedeuten, ich bräuchte hier überall Hebel. Das kann es ja nicht sein.